Hallo Leute, willkommen zurück zum Metin 2 Video Session. Ja, ich habe es jetzt einfach das MMORPG mit Hina-Abiente genannt, weil ja, es ist ja kein Let's Play und kein Show. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich machen soll. Natürlich wollen es alle sehen, die mich auch angeschrieben haben und so weiter. Aber zuerst einmal ist es einfach so, dass es halt schon recht uralt ist, auch jetzt gerade, wie ihr gesehen habt, ein bisschen leckt und es nicht mehr so flüssig läuft. Also ja, damals hatte man das noch so ein bisschen gerne gehabt, wenn es einfach ein bisschen manchmal still war und dann manchmal wieder Action, manchmal wieder extrem langes Laufen und Reiten. Ja, es gefällt mir halt nicht so gut. Das tut mir leid, ich habe das gesuchtet früher, das war mega cool. Aber mittlerweile bin ich halt auf einem größeren Niveau. Ich habe The Elder Scrolls Online gekauft, fand es mega genial am Anfang. Das, so etwas muss es sein für mich, weil, wisst ihr, ich bin nicht verwöhnt. Ich bin überhaupt nicht verwöhnt, eher ist das Gegenteil. Aber ich möchte gerne etwas präsentieren, das mich auch ein bisschen voranbringt. Also, der erste Part hat schon viele Aufrufe, aber leider wenig Likes und ja, es schauen halt wenig, relativ. Schauen vielleicht zwei das Video ganz und die anderen schauen es nicht so ganz. Gar nicht oder sonst irgendwas. Ja, dir mangelt es noch immer an Disziplin. Anscheinend hast du aber immerhin gelernt, ich kann das nicht lesen, wie du mit deiner Waffe umzugehen hast. Glaubst du wirklich, dass du so weit bist, es mit wilden Tieren aufzunehmen? Ich werde besser zunächst prüfen, wie gewandt du bist. Verlasse das Dorf und tötet 9 Wildhunde, dann komm zu mir zurück und erhalte deine Belohnung. Sieh nicht sehr stark. Sie sind nicht sehr stark, es dürfte also nicht schwer sein. Wenn du diese Aufgaben nicht erledigst, wirst du den Gegner nicht überleben können. Und jetzt zieh los, je eher du es erledigst, desto besser. Gut. Also eben, ich bin halt am besten jetzt wieder enttäuscht, das ist klar. Man kann nicht erwarten, dass man in meinem uralten, das ist von 2004, also, das habe ich so lange gesucht, das war extrem. Aber eben, man ist halt einfach langsam wieder in einem anderen Niveau. Sollten eigentlich alle in einem anderen Niveau sein. Aber das ist einfach riesige Nostalgie. Deshalb möchte ich sie auch spielen, aber eventuell halt nicht so lange oder ja, weiß es nicht. Also ihr seid sicherlich mal sehr davon abhängig. Wenn ihr gut schaut, wenn ihr liked, wenn ihr Kommentare schreibt, kein Problem. Aber ihr müsst es machen und wenn ich mal nicht mehr mache, dann informiert mich bitte darüber, dass ich es einfach ja, eventuell vergessen habe. Ich habe so viele Projekte, so wenig Zeit und einfach mehrere Probleme mit den Finanzen, mit der Gesundheit und so weiter. Also tut mir leid, wenn es halt manchmal nicht kommt. Der Alex, der das gewünscht hat, hat mir schon angeschrieben, das ist klar. Aber ich kann es nicht täglich bringen. So, haben wir irgendwas gefunden? Nö. Also nur Wildhunde. Ich greife jetzt mal nur die Wildhunde an. Es ist halt alles sehr langsam. Ich kann das nicht haben. Also ich mag langsame Spiele nicht. Ich wollte noch so viele Projekte machen und kann es einfach nicht machen, weil ich so viel zu tun habe. Das ist richtig schade. Damals livestreame ich heute auch von 14 Uhr bis 24 Uhr. Das sind 12 Stunden Livestream. Ohne nur eine einzige Pause mache ich. Das ist Wahnsinn. Also eventuell werde ich sogar weitermachen, aber gestern war niemand mehr online da. Habe ich gesagt, ja, ich höre auf. Aber seht, was ich für euch mache, oder? Oh, ein Dolch. Kann ich nicht tragen. Das müssen Ninjas tragen. Und irgendwie hört der Charakter nach einigen Schlägen auf zu Ding, wahrscheinlich wegen dem gelben Balken, genau. Tja. Ja. Ich will wieder die Musik wechseln.
Okay, was ist denn das? Ich hoffe einfach nicht, dass die Musikstücke dann noch Copyright sind oder so. Also, jetzt möchte ich euch noch kurz erzählen, ich habe es jetzt gerade im Kopf. Ich möchte erzählen, wieso ich das Metin 2 überhaupt noch mal spiele. Also das erste Mal ist ja das Gute an den Metins. Man kann gut farmen und so weiter. Sonst müsste ich ja mega viel Geld ausgeben. Und ich werde in das Spiel wahrscheinlich keinen roten Rappen ausgeben. Außer ich brauche es unbedingt. Deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Also es ist einfach so, dass es halt riesig Pay to Win ist. Und wie jedes Rollenspiel, jedes MMORPG, das einfach von Asien kommt. Ich muss einfach schauen, dass ich motiviert bleibe und dann mache ich es auch. Ich halte es durch und zeige euch alles. Aber das Problem ist halt einfach, es kann wieder manchmal sein, dass ich sage, nein, jetzt geht es momentan nicht weiter. Aber ich werde, ja, ich werde es weiter Let's Playen, also Let's Video machen. Gut, das ist ein Teleporter. Irgendwie laggt es hier gerade momentan. Kann es sein, dass irgendwo ein Bot ist. Angeln kann man auch in diesem Spiel. Ja, der Alex wird mir manchmal helfen, aber ja, ich werde eventuell halt nicht aufnehmen können, wenn ich halt einfach langsam live streame und so. Deshalb sollte am besten morgens mal mich anschreiben, wenn ihr mal Zeit habt am Wochenende oder so. Gut. Also ich lese es mal jetzt. Ich sehe das fast nicht. Es ist so winzig. Das ist wahrscheinlich angepasst auf 600x800 Auflösung oder so etwas. Ist so winzig. Gut, Status erhöhen. Nochmals Vitalität. Und wir haben ein Langschwert gefunden. Okay, super. Das ist ein Dolch plus 1. Kann man mal in die Shops schauen. Der Biecherfratz. Boah. Das hat man mega teuer. Naja. Sachen gehen halt auch nicht runter. Okay. Und die sind sogar von den anderen Reichen. Ja. Verkaufen immer das gleiche. Sind das Bots? Ich glaube, das sind Bots. So kann ich das nicht? Ah, jetzt. Ja, ja. Das sind Bots. Die haben alles die gleiche Einsortierung. Ich glaube, ist also extremst verbotet, das Spiel, also schon immer. Kann man nichts machen, wenn die Entwickler nichts dagegen machen. Aber die nerven eigentlich nicht so, weil die extrem dumm sind. Also ich glaube kaum, dass die jetzt erfahrener wurden und den Leuten einfach nerven. Aber da kann man nichts machen. Leute wollen einfach betrügen die ganze Zeit. Also es ist relativ beliebt in MMORPGs zu betrügen. Ich würde in meinem höchsten Leben nie betrügen, auch im Singleplayer. Außer bei GTA und anderen lustigen Spielen, aber nur da und nur einfach manchmal, nicht in der Story, einfach mal in einem Zwischenspeicherstand oder so. Kostüm verwandeln. Dieses Pay to Win. Ich habe 6000 Yuan. Oh, ich hab den schon. Jetzt sind wir ein bisschen schneller, gell? 2% mehr Geschwindigkeit. Das kann man leider auch nicht. Schade.
Gut. Also, gehen wir noch zum Lager. $500, okay, zahlen. Also ich werde mal kurz ein Passwort eingeben. Ja, es geht sowieso nicht weit. Aha, ich muss es... Aber jetzt muss ich sehen... das nervt. Schaltet das ab, Metin, hey. Gameforge. Wie heißt der Entwickler? Ist das nicht Kurai? Ist das, also da? Webzen ist es. Nein, Webzen ist auch ein anderer. Keine Ahnung. Also lasse ich das einfach mal so. Ich brauche diese Tränke nicht. Hey. Altes Passwort. Kann ich jetzt einenden? Ich möchte die Sachen reintun. Was der Gegenstand kann nicht gelagert werden. Wie böse. Das ist das Abhöllischste. Das geht. Oh, wer hat denn immer diese Dinger gekauft? Sind das alles suchtig? Die mega suchtig. Haben wir keine Quest mehr? Ich glaub, da drüben ist das Teil. Also gehen wir mal hier durch. Ich glaube, hier gibt es sogar die bösen großen Monster. Ja, das ist hundertprozentig ein Bot. Ich kenne doch die noch. Mit den zwei, die Bots des Teufels. Ah, ich will nicht hier durch. Ich meine hier drüben durch. Die Musik nervt irgendwie. Was geht nicht? Es endet. Ich will, dass es endet. Jetzt. Ah, ich habe das gleiche wieder ausgewählt. Okay. Oh, das ist das, die Musik aus dem zweiten Gebiet. Immerhin leiser. Okay, schauen wir uns mal die großen Monster an. Hä? Kein Metin, das sind das überall Metin Farmer, kann schon sein. Da ist ein Metin. Metin der Schlacht, weil hier unten sind immer die Metins irgendwie. Ständig sind die hier unten. Die werden wir alle mal, ja, wahrscheinlich dann zusammen farmen oder so. Weiß jetzt nicht, wie gut die besiegbar sind alle. Jetzt dachte ich schon, jemand farmt hier. Weil es gibt irgendwie so eine Schriftrolle, die alle Monster anzieht und das tun die Bots ausnutzen. Hungriger Tiger. Und dann ziehen sie immer alles ran und das ist nervig natürlich. Da ist jetzt mal einer. Der Murang. Ja, das sind einfach so Gegner, die verschiedene Bonis haben. Einfach zäh sind oder so. Und ja, die könnte man dann auch mal farmen. Hier ist der Kungmok. Die haben alle so komische Namen. Ich glaube, wir bekommen bald eine Quest hier vom Alchemist über. Deshalb farmen wir hier mal ein bisschen. Ich will Level 5 werden, aber schnell.
blaue Wölfe, die sind stark. Für mein Level. Ah, Level up. Genau, Biologen. Ich wusste es noch. Ich wusste es voll noch. Ja, man bekommt nichts mit Level up. Bis Level 5. Ist schade. Aber ich wusste, dass die Quest jetzt kommt. Hey, ich bin so gut. Ich kenne das Spiel nach 10 Jahren, nach 12 Jahren noch gut. Also hier Wahnsinn. Okay, letztes Jahr habe ich auch ein bisschen angeschaut, ob da habe ich die Biologen-Quests gar nicht gemacht, denke ich. Oder? Weiß es auch nicht. Aber eben, das ist Nostalgie, das macht so Spaß. Was muss ich töten? Ach man, die werden gar nicht angezeigt nach einem Quest. Hungriger Wildhund. Sammle Kräuter von was? Hungrigen Alpha-Wolf. Okay, dann können wir die gleich mal kombinieren. Du musst nicht schlagen, wenn ich aufhöre. Wieso ist der Sound eigentlich nicht an? Doch den Sound. Da hat es gar kein Klingensound, das Spiel. Keine Ahnung. Oh, ein Langschwert nochmal. Also. Spieloptionen. Systemoption. Effekte. So reicht. Musik soll mir nicht in den Ohren kratzen. Sondern Musik sein. Die sollten hier die Gegner halt anpassen und nicht irgendwie zufällige überall alles machen. Dann könnte ich die auch mal finden. Kommt schon wieder die Geduld. Auch bei Regnum Online kommt immer wieder die Geduld raus. Ich muss doch endlich mal ein bisschen mehr vorwärts kommen und alles mögliche. Leider geht es nicht so leicht, die Spiele sind alle so langweilig von Asien. So langatmig. Ist ganz anders. Ah, ich hab Teso. Wenn das nicht so ist wie Skyrim, dann bin ich wütend. Es ist schon ein bisschen anders natürlich, eher MMORPG-Style, aber es hat Sachen natürlich von High. Vor allem die Geschichte ist mir halt wichtig. Und das hat's. Und zusammen können wir das Ding. Es wird auch so sein, dass ich Videos mache. Mit Story. Meistens mit Story und so. Und im Livestream wird gefarmt, wird gelevelt, wird einfach Sachen gemacht. Mit der Community zusammen. Ich werde wahrscheinlich Metin 2 auch manchmal livestreamen. Muss dann mal schauen. Also empfehlt es, also sagt einfach im Livestream, ihr wollt mal Metin 2 sehen, dann ändere ich auch den Plan. Aber wenn ihr das nicht sagt, kann ich es nicht ändern. Weil ich nicht weiß, ob ihr es wollt oder nicht. Also, schreibt es am besten nach dem davor mal oder sonst irgendwas und nicht im Livestream ändern. Ja, zwar momentan natürlich noch nicht, aber später. Dann zu viele Kommentare sind. Weil ich wachse so gigantisch. Das freut mich auch. Leider nehme ich nicht mehr Geld ein. Das ist das größte Problem. Ich müsste mehr Geld verdienen, dass ich es erfolgreich machen kann. Und das kann ich so nicht, oder? Das ist ein bisschen problematisch. Deshalb muss ich einfach ja umgehen können und dort nicht zu viel Geld ausgeben, dass ich da alles im Notfall kaufen kann, was die Spieler erwarten, oder? Ich will ja, dass die Spieler das erwarten dürfen. Gut. Schaut am besten immer die Dragos News. Da ende ich das zu Gaming und Privates und am besten schaut ihr beide, weil euch beides etwas angehen soll, auch privates, weil dann wisst ihr einfach über mich Bescheid, was ich da nebenbei noch neben den Videos mache oder so, oder gerade Probleme habe und so weiter. Weil ich möchte schon ein bisschen Aufmerksamkeit haben, weil es mir so schlecht geht, oder? Darf ich hier? Gut, wir haben 19 Minuten. Also das erste Video war ein bisschen kürzer, weil ich halt ein bisschen enttäuscht war. Die erste Enttäuschung ist halt immer so ein bisschen nervig.
So, dann haben wir einen Helm. Das ist eine Versura. Gut, und wenn ihr Items wollt, die ich hier farme zufällig, dann sagt es, gell? Ich behalte die guten Items. Okay. Da haben wir mal hungrige Wölfe, aber die anderen haben... Also ihr merkt es, die Gegner spawnen extrem langsam. Wenn da mehrere Spieler farmen, das ist immer so nervig. Also ich rede jetzt alles von der Vergangenheit, das könnte jetzt anders sein, aber ich sehe es nicht so. Die verändern das nicht, scheinbar. Gut. Nächste Musik. Oh, hungriger Blauwolf, den muss ich weg. Naja, danke, dass du automatisch angreifst, du Noob. Und eventuell werde ich den Charakter halt wieder wässern müssen, weil ich bin irgendwie ein bisschen zweifelhaft über den Körperkrieg. Der war damals schon so underpowered, beziehungsweise einfach zu schwach, zu wenig zäh. Das ist einfach nicht so gut levelbar und spielbar ist und ich muss halt einen guten Charakter haben für mein Video zeige Sachen. Ist jetzt leise. Ich höre fast nichts. Ist komisch, dass die Musik verschieden laut ist. Das ist eine gute Musik. Black Sea. Ich darf einen Dungeon irgendwo anders, muss die Musik kommen. Keine Ahnung, wo das ist. Könnte das in der Welt mit den Spielerhäusern sein? Ich wette, alles ist voller Spielerhäuser schon. Ich hätte gerne einen Clan gegründet, wenn das Spiel einfach ein bisschen besser wäre für mich, aber... Tja, wenn alle Spielerhäuser weg sind, möchte ich lieber einen beitreten, der schon Spielerhäuser hat. Aber alles ist ja eher so ein bisschen in der Regnung. Okay, was müssen wir jetzt noch machen? Nichts, oder? Hungriger Wolf, stimmt. Und hungriger Alpha-Wolf immer noch. Okay. Hungriger Wolf ist da. Aber den Grizzlybären ausweichen. Das tut uns nicht so gut. Ja, die Gegner können irgendwie von Weitem angreifen. Lieber angreifen. Hier schon. Also ihr seht, es ist momentan eher alles Krieg oder alles Kämpfen. Schon ein bisschen langweiliger, man kann ja nicht so viel dafür. Ich bin ja nicht einer, der immer so ein bisschen kritisiert, eher konstruktive Kritik macht, wenn halt etwas ist. Und das ist jetzt momentan leider so. Also sagt, wenn es euch nervt oder ja, ihr es einfach nicht sehen, hören wollt. Aber ich tue jedes Spiel einfach mal auf die Probe stellen, oder? Was macht es richtig, was nicht? Ich bin halt auch ein bisschen ein Tester. Ich war schon immer ein Spieletester. Ich hatte früher mal einen Blog gehabt, wo ich die Spieletests reinschrieb. Und ich hatte eigentlich relativ gut Erfolg, also viele Leute kamen, aber das war zu früh. Also ich hätte es nicht aufhören sollen. Eventuell wird es mal wieder machen, wenn ich mehr Zeit habe, aber erst dann. Und dann meiste neutrale Kritik. Keine Medienkritik oder so. Ich möchte 100% neutral sein, also spielen auch mal 30% geben, anstatt 90%, wenn es halt mir nicht so gefällt. Und ich schreibe dann immer noch hinzu, dass ich es auch anders testen werde für Leute, die entweder Anfänger sind oder einfach ein bisschen
ja, spielintensive sind. Aber der Haupttest, der wird natürlich neutral sein. Als würdest du in einem komplett neuen Spiel reingehen und es einfach mal anschauen würdest. Genau so werde ich testen. Ich glücke falsch. Jetzt habe ich dann fast alles, ne? Also jetzt haben wir das fertig, jetzt müssen wir noch nach Alpha-Wölfe haben. Wo haben wir denn noch ein paar? Wir haben hier irgendwo keine mehr. Hungriger Wolf. Hungriger Alpha-Blau-Wolf. Tja. Und schreibt mir bitte ein paar Tipps, ey. Ich kann fast nicht mehr spielen, so. Denke immer, ich mache irgendwas Falsches. Ja, da sind, aber kann man die kurz klauen. Weg von den Grizzlybären. Ah ja, der da. Nein! Kommt mit. Mal ein bisschen pullen. Eigentlich möchte ich einen Bogen-Ninja machen. Aber wenn man jetzt so bedenkt, ja, lieber nicht. Also, wir haben genug Blüten. Wir müssen sie einfach abgeben jetzt. Schauen, ob sie alle gut sind. Eventuell sind sie ja nicht alle gut, aber... Die Chance ist halt sehr gering. Keine Ahnung, 50%, 75%. Okay, die war gut. Die war gut. Die war gut. Die war gut. Alle waren gut. Okay, vielleicht wurde es geändert. Was ist besser? Boah, natürlich die 7 und so. Ja, es ist ein Schnellschwert, aber wenn ich es nicht brauche. Tut mir leid, ich habe im Asthma noch ein bisschen. Keine Ahnung, was jetzt gerade blüht. Aber es sind Bäume, die ich allergisch bin. Ich nehme einfach die, die ich denke, die sind am häufigsten. Ja, die kann ich dann später holen, hä? Jetzt machen wir erstmal diese Quest mit dem Charakter. Und dann ist das Video leider wieder vorbei. Ich werde ab jetzt auch wieder mit 60 FPS aufnehmen. Und schaue es einfach mal, wie lange ich brauche jetzt wieder. Also es ist halt einfach gewaltig, wie lange es geht, aber... Eventuell halt nur ein Video-Serie oder so. Man, da schmeißt immer jemand das raus. Goldener Schlüssel. Ich glaube, das sind Hacking-Items. Da wird man gehackt, wenn man sie aufnimmt. Nein, goldene Schlüssel können wir selbst farmen dann. Dann nehmen wir nicht auf. Das können andere Leute machen. Megasucht, die ist 83. Boah. Flieder sammeln. Blauwölfe töten, nein. Aber jetzt habe ich ja das gute Schwert. Ja, das muss man alles dann hochstufen. Das nervt extremst. Und dann braucht man auch noch besondere Schriftrollen und das ist wahrscheinlich dann Pay to Win. Darf ich mal kurz auf die Map schauen? Lol, wo muss ich hin? Ich hab das gar noch nicht. Ah, dann bin ich erst Level 4. Nein, ich bin Level 5. Hey, ich habe die Quest gar noch nicht. Das ist böse. Oder haben die das geändert auf Level 10 oder so? Nein, oder? Magische Waffen. Nahkampf, Körperkampf, Leere.
Oder soll ich mental nehmen? Soll ich noch ändern? Eigentlich wechsle ich. Ich tue ja nur Videos machen. Ich muss ja nicht High-End. Ach Gott, oh Gott. Ich lasse euch die Entscheidung und jetzt beende ich den Part. Es ist 30 Minuten, also. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Drago Basler.